14,8 Milliarden Euro. So viel will die EU in die Jugendpolitik bis 2020 investieren. Zu diesem Zweck ist das Programm Erasmus Plus ins Leben gerufen worden. Dieses wurde im Schweriner Haus der kommunalen Selbstverwaltung am Montag präsentiert. Allein für das Jahr 2014 sind für Deutschland 16 Millionen Euro an Fördergeldern geplant. Diese fließen in das Projekt Jugend in Aktion. Damit soll vor allem förderbedürftigen Jugendlichen geholfen werden, europäische Länder zu bereisen. Ob Aus- oder Weiterbildung, Praktika, Austausch oder Teilnahme an gemeinsamen Aktionen. Mit Erasmus Plus öffnen sich für die jungen Menschen die Tore Europas. Das große Ziel ist ja, dass junge Menschen mobil werden in Europa und diesen europäischen Gedanken auch tatsächlich leben. Also ich gehe davon aus, dass wir ganz konkret über Projekte das auch dann in Mecklenburg-Vorpommern weiter spüren werden. Das frühere Budget der Europäischen Jugendhilfe wird um 40% erhöht. Lokale Träger können sich mit ihren Projekten ab sofort bei Erasmus Plus bewerben.